Schönen Sommerabend mit leichtem Wind zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen der Ausstellung Frau in Klammern Architektin stattfindet. Die Ausstellung Frau Architektin findet jetzt im Rahmen des Women in Architecture Festivals statt und ist eine Ausstellung des Instituts für Architektur der TU Berlin, des Architekturmuseums in Kooperation mit der Architektenkammer Berlin im Rios-Pavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz. Die kann man noch bis zum 8.7. sehen. Und diese Ausstellung hat sozusagen hat zum Ausgangspunkt die Ausstellung Frau Architektin im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt, hat aber letztlich nochmal ganz eigene, sozusagen ist ausgehend davon, hat die nochmal ganz eigene Punkte weiterentwickelt und dann letztlich auch zu der Frau Architektin weiterentwickelt mit unter anderem einem Oral History Projekt, das sozusagen neben dem klassischen Narrativ eine Multiperspektive zulässt über Frauen in Berlin, Berliner Architektinnen und auch einem Projekt über FAMMAPS, das sozusagen eine feministisch-kritische Begehung der Stadt Berlin beinhaltet. Und bevor wir jetzt gleich ausgehen von dieser Ausstellung und weiter denkend darüber nachdenken, wie Frauen oder nicht nur Frauen, wie man heute arbeitet im Architekturberuf und welchen Wandel es in den letzten Jahren gegeben hat, beziehungsweise auch mit welcher Perspektive es weitergehen könnte, gibt es kurz zwei Vorstellungen aus dieser Ausstellung selbst, aus dem Reuse-Pavillon. Und da gebe ich erstmal an Hermann Schlimme, der das Oral History-Projekt geleitet hat, weiter. Ja, ich sage kurz was zum Ausstellungsteil Berliner Architektin, Oral History. Das sind 26 Interviews, die von Studentinnen gemacht worden sind im Rahmen von zwei Seminaren, die von Sarah Rivière und mir unterrichtet worden sind. Und es ging darum, die ja, zu dokumentieren, herauszubekommen, wie Architekten ihre Berufswege gestalten und wie sie dabei Rollenbilder, männlich dominierte Rollenbilder in Architektur und Gesellschaft hinterfragen und zum Teil überwunden haben. Und es geht auch darum, was alles noch zu tun ist, welche Stereotypen und Machtstrukturen nach wie vor vorhanden sind, die es zu überwinden gilt. Ja, die Ausstellung Frau Architektin möchte natürlich das Werk der Architektin stärker sichtbar machen und den Beitrag der Architektin zur Baukultur in den Mittelpunkt stellen. Das Oral History Projekt stellt dann natürlich durch diese Methodik begründet auch dann doch die Lebenswege, die persönlichen Lebensumstände der Architekten, der Architektin in den Mittelpunkt. Und das ist ein Dilemma. Andersherum kann man natürlich Leben und Werk auch kaum auseinanderdividieren. Und die persönlichen Lebensumstände, die sorgen im Berufsalltag nach wie vor für so viel Diskriminierung, dass man das offen ansprechen muss, um da etwas verändern zu können. Und das haben wir versucht mit dem Oral History Projekt zu tun. Und wir zeigen jetzt einen kurzen Zusammenschnitt aus den 26 Interviews. Und da bitte ich darum, den Film jetzt abzuspielen. It's interesting because these questions actually made me think a little bit about stuff that I hadn't thought about for a long time. Ich sage jetzt mal, das, was ich und auch wir versuchen mit Architektur zu leisten, ist eine Lesbarkeit, eine Klarheit,
Es ist Gestaltung, es ist Mathematik, es ist Sozialkunde. Architektur muss den Menschen wohltun. Architektur bedeutet Kunst schaffen und Menschen zusammen sein. Wenn ich was tun wollte, wo ich mit anderen Menschen arbeite, wo ich im Dialog arbeite. Und für die Zukunft ist eigentlich ein Thema ganz wichtig, die Umwelt. Die Verantwortung gegenüber dem Kontext, in dem man sich bewegt. Auf gesellschaftlicher, politischer, formaler, allen Ebenen natürlich. Und dann muss ich städtebaulich da irgendwie was sagen zu ihrer Umgebung. Das ist ganz wichtig. Nicht? So, yes, I'm an architect, but I guess I never doubted that I am. I sort of am and am not working in classical architecture. I think the first time I had a little doubt that I'm an architect was when I applied for my my scholarship at the DAAD. And there was like this jury meeting and there were like 10 old men and me, you know, and they were trying to judge me upon completely different criteria on architecture than I, what I consider architecture to be important. They said, oh, but it's, you know, stone on stone. What you do has nothing to do with that. And I realized I can't really talk with them because we're not communicating on the same level. We're not many females at the construction site. I have been the only one around for months and months, but there's another girl at the company. She has told me a couple of things that have happened to her. Like, for example, the foreman at the construction site making jokes like, oh, is she the one who enjoys blowing? You know, that, I don't know, blowing in German has a twofold meaning and in English as well, which can be funny, but she was 17, you know. I don't know if this is appropriate. Waren dann eher so, dass einer meiner, von den beiden Hauptarchitekten mir mal auf den Hintern gehauen hat, so als echte dämliche Männergeste. Und ich glaube, wenn er das nochmal gemacht hätte, hätte ich ihm eine gelangt, aber ich war in dem Moment so überrascht, dass ich gar nicht adäquat reagierte. Wer hat schon gemerkt, dass ich das nicht lustig fand? So. Ja, also das ist, wenn man zu zweit in irgendeiner Besprechung mit Bauherren in einer Runde mit Fachplanern und, es wird der Mann angesprochen. Wir haben damals kritisiert, also von Frauen gibt es nicht so Netzwerke wie bei den Männern. Ab einem gewissen Punkt, wo man dann merkt, man kommt nicht weiter, man kriegt keine Projektleitung oder jemand anderes wird vorgezogen. In dem Moment fängt man an, erst darüber nachzudenken. Die Stereotypen und die Klischees gibt es, sobald man eine Baustelle betritt. Weil es ist einfach, und das ist war vor 30 Jahren so, ist heute immer noch so, es gibt keine Frauen auf dem Bau. Also ich sehe mal, nein, gleichberechtigt ist es nicht, wenn Familie und Kinder dazukommen, nicht? Wenn sie Kinder sind das A und O, nicht? Und das ist ein Professor gewesen, der einen halt auch als Studentin gefragt hat, so Mädel, wie willst du das später machen? Dann hast du nachher Kinder, wie willst du das managen mit dem Beruf und mit den Kindern aufziehen? Wie kriegst du das geregelt? Ich habe 5 Kinder, ich habe aber eine Frau und die kümmert sich drum. Ich habe mich beworben und habe immer anfangs aufgeführt, dass ich 2 Kinder habe und halt in dieser Zeit studiert habe. Und ich habe keine Einladung gekriegt. Ich habe ein Diplom mit 1,0 gemacht und ich habe einfach keine Einladung gekriegt zu keinem Bewerbungsgespräch. Und dann habe ich nach gar nicht so 3 Monaten habe ich einfach mal die Kinder aus meinem Lebenslauf rausgenommen und dann habe ich auf jede Bewerbung eine Einladung gekriegt, aber auf jede. Und das ist so was Trauriges. Ich kann das natürlich nicht nachweisen. Also das kann man natürlich, was will man da machen? Ich bin mir sicher, das lag daran, weil ich habe ja nichts anderes in der Bewerbung verändert. Ich kenne auch so viel aus meinen Jahrgängen, wo Paare dann Familie und Büro hatten. Und immer war es so, der Mann ist der Professor geworden, die Frau hat das Büro und die Kindererziehung, 3 Kinder, bewältigt und ist eigentlich immer im zweiten Glied geblieben. Nicht? Es bleiben hinterher immer mehr die Männer in der öffentlichen Wahrnehmung präsent. Architektinnen gehen eher unter. Da muss ich sagen, ist rückblickend so, zu DDR-Zeiten hatte das eine höhere Selbstverständlichkeit, dass Frauen auch einen Männerberuf, also einen eher üblichen Männerberuf ergriffen haben. Also bei mir hieß es damals, als ich die Professur gekriegt habe, und das war ja 87, habe ich feste Stelle gekriegt.
Und damals sagten dann meine Kollegen am Institut ganz stolz, ich sei jetzt die erste Frau auf einem im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland, Bundesrepublik, die erste Frau auf einem Städtebaulehrstuhl. Da habe ich auch erstmal, ja, ich habe die anderen nicht so studiert, was das war. Aber inzwischen sieht man auch da, sind da auch viele Frauen schon, nicht? And I also don't care if someone doesn't call me an Architektin, like they can call me an architect. But of course I come from a language that doesn't care about genders. Also ich bin ehrlich dafür immer, dass man alle Frauen total unterstützen sollte. Man muss vielleicht als Frau noch ein bisschen mehr Standfestigkeit mitbringen, um sich nicht von Begebenheiten, die vielleicht so kommen, entmutigen zu lassen. Ihr solltet versuchen herauszufinden, was euch wirklich interessiert. Das machen, was man machen will und sich nicht abbringen lassen. Und dieses Brennen für die Architektur, das ist das Wichtigste. Dass man die Sache mit Herzblut macht. Trau dich. Ja, wirklich, trau dich. Be brave. Denn die Architektur ist einfach toll. Entschuldigung, ja. Ich glaube, der Film spricht für sich. Was ich noch sagen wollte, die Transkriptionen der Interviews sind als Katalog erschienen in gedruckter Form, aber auch kostenlos herunterladbar als PDF auf der Homepage des Fachgebiets Bau- und Stadtbaugeschichte. Und ich wollte noch ganz kurz was sagen zur Verwendung des Gendersterns. Wir haben ja 26 Frauen interviewt, sodass der Genderstern also eigentlich gar nicht erforderlich wäre. Und wir haben uns dennoch entschlossen, ihn zu verwenden, weil wir eben dazu beitragen wollen, die Zukunft der Architektur gleichberechtigt und divers zu gestalten. Und dafür, für diese Diversität, steht ja der Genderstern und darum haben wir ihn eben verwendet, um die Diskussion da in Gang zu halten. Okay, das war's zur Oral History. Vielen Dank. Ja, hallo. Ich glaube, wir würden einen zweiten Input zu der Veranstaltung heute Abend geben. Mein Name ist Dagmar Pelger mit Da Wegewitz. Und Julia Köpper sollte eigentlich auch hier sein. Wir haben zu dritt zusammen mit vielen StudentInnen einen Beitrag gemacht im Pavillon, der hier am Ernst-Reuter-Platz ja die Ausstellung zeigt. Und wir wollten einen kurzen Einblick geben, wie diese Map, die in diesem Pavillon zu sehen ist, entstanden ist und was uns angeleitet hat, dieses Projekt gemeinsam zu erarbeiten. Wir haben eine Lehrforschungsveranstaltung, kann man sagen, am Chair for Urban Design and Urbanization hier an der TU Berlin gemacht. Professor Jörg Stollmann hat den inne und wir drei in unterschiedlichen Konstellationen mit Studentinnen haben uns einen langen Sommer lang mit dem Thema der feministischen Räume und der nicht sexistischen Stadt auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir könnten einfach die Slides zeigen und das Publikum da mal durchführen. A feminist perspective for Berlin today. What could a non-sexist city look like? Das ist ein Zitat aus einem Text von Felicita Reuschling, eine feministische Perspektive für Berlin heute. Und es war genau Felicita Reuschling, die im Herbst 2019 auf den CUD, also unser Fachgebiet, zugekommen ist und eine Kooperation vorgeschlagen hat. Sicherlich im Nachhall auch von der Frau Architektin-Ausstellung in Frankfurt, aber schon mit einer ganz eigenen Agenda. Und wir waren sehr begeistert, weil sie dezidiert gefragt hat,
nicht nur nach neuen Role Models für die Menschen, die wir ausbilden im Fachgebiet, sondern auch nach einem anderen Blick auf die Stadt. Und über ihren Text und diese sehr wichtige Frage, wie könnte eine nicht sexistische Stadt aussehen, impliziert das eben auch die sämtliche Praxen, die dahinter stehen. Das ist das eines der Ergebnisse, vielleicht so das greifbarste Ergebnis aus unserer Zusammenarbeit. Und wir werden Schritt für Schritt in dieser Präsentation kurz versuchen, das zu argumentieren, warum wir uns entschlossen haben, angestoßen durch Felicita und in Kooperation mit der Galerie Alpha Nova, Galerie Futura in Kreuzberg, ein feministischer Kunstraum, den es seit den 80er Jahren gibt, dieses Thema anzugehen. Ich mache nochmal aufmerksam auf die Autorinnen dieser Karte, also viele Hände haben an diesem Mapping mitgearbeitet. Ja, aber warum haben wir uns eigentlich für eine Femmap entschieden? Warum Mapping als Untersuchungswerkzeug? Social Gender Relations are inscribed in the spatial structures. Das ist ein Foto eines, ich glaube, britischen Architektinnenkollektivs Matrix. Und dieses Bild hat Julia ausgesucht, weil das eben sehr sprechend beschreibt, wie sich die Geschlechterverhältnisse im Raum ganz insbesondere sichtbar machen, sich einschreiben und so unsere These sogar durch Raumsysteme verstärken. Ja, ich muss, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Wenn wir weitergehen, dann haben wir genau ausgehend von dieser Frage, wie macht sich das sichtbar und welche Möglichkeiten haben wir, dieses Sichtbarmachen und das sich Verstärken zu erfassen, aufzuzeichnen und diskutierbar zu machen, indem wir es aufzeichnen. A Feminist Spatial System for Berlin war also die Frage, die wir uns für unsere Lehrforschungsveranstaltung gestellt haben. Und das war der Aufhänger für die Lehrveranstaltung. Wir haben also als Fachgebiet zusammengearbeitet mit dem Kunstraum, mit der Galerie und haben ein Mapping- und Rechercheseminar im Sommer abgehalten. Wir sind eigentlich bis heute, kann man sagen, wie in 5 Schritten vorgegangen. Wir haben zuallererst zusammen mit der Galerie einen Call organisiert. Martha und ich waren da auch mit in der Jury und zusammen mit Katharina Koch und Silvia Sadinski, die den Raum kuratieren und organisieren, haben wir erstmal nach Artistic Positions, also nach KünstlerInnen gesucht, die sich mit dieser Fragestellung erstmal auseinandersetzen. Und unsere Idee war, dass eigentlich in Austausch dieser künstlerischen Positionen mit unserem Mapping ein Diskurs entstehen könnte über die Frage feministischer Raumsysteme in Berlin. Wir haben also ein Mapping-Seminar veranstaltet im Sommer 2020. Das haben Julia Köpper und Martha Wegewitz gemacht. Es war ein englisches, sehr internationales Seminar. Einige Studentinnen sind auch hier. Und deswegen ist auch die Präsentation in Englisch. Also es war auch nochmal die zeichnerische Ebene, Möglichkeit, um diese sprachlichen Barrieren vielleicht auch nochmal überwinden zu können. Und dann haben wir im Herbst ein Mapping-Camp veranstaltet. Wir sind also in die Galerie reingegangen für eine Woche und haben mit den Ergebnissen des Recherche- und Kartierungsseminars im Sommer in der Galerie gearbeitet. Und wir haben uns an der Ausstellung dieser 6 artistischen, künstlerischen Positionen eine Installation aus einer städtebaulichen Perspektive mit unseren Mapping-Werkzeugen zum Ziel gesetzt am Ende der Woche. Und glücklicherweise haben wir es auch geschafft, mittlerweile all diese Materialien, die da entstanden sind, in eine Publikation zu übertragen. Das war die Ankündigung der Ausstellung. Das heißt, wir hatten mit dem Mapping Camp so dieses Format vor uns, also der Beitrag, den wir im Austausch mit den Künstlerinnen leisten wollten. Es gab eine Arbeit zu Critical Nail Polishing, was für uns ein Hinweis oder natürlich auch für die Künstlerinnen ein Hinweis auf Care-Arbeitsräume ist. Es gab eine Arbeit zur Clara Zetkin Allee, eine Umbenennung einer Straße. Es gab eine Arbeit Girl Gangs, da ging es um geschützte oder eben nicht geschützte oder durch Girl-Gangs zu schützende Räume. Es gab eine Soundinstallation, Montfermeil, utopistische Projektion feministischer Wohn- und Arbeitsräume in Berlin und eine Arbeit zu einem Nachtspaziergang, also auch wiederum Referenz zu Safe Spaces.
Und aus diesen 6 Positionen entstand dann eben das Material für das Mapping-Seminar. Wie sind wir da vorgegangen? Aus den Calls entstanden eigentlich schon Thesen zu possible femspatial systems in Berlin und denen sind wir nachgespürt. Und Julia hat mir das vorhin so wunderbar mitgegeben, also diese Abbildung und Verstärkung der gesellschaftlichen Verhältnisse, der geschlechterspezifisch sehr ungleich organisierten Verhältnisse im Raum, sollte eben im Mapping-Seminar ja mit diesen Positionen sichtbar gemacht werden. Es sollten aber vor allem auch die Praxen denen nachgegangen werden. Es gab Fragen, die ihr den Studentinnen dezidiert gestellt habt, wo werden die ungleichen Geschlechterverhältnisse im Raum sichtbar? Wie kann man das zeichnerisch erfassen? Welche Räume werden eigentlich von Frauen oder Flinter-Personen, um es ganz breit zu fassen, mitgestaltet oder überhaupt gestaltet und eben nicht? Also wo gibt es Ausschlusssysteme? Und wie können wir mit Mappings und zeichnerischen Erfassungen dem nachkommen? Es gab wie 8 Atlanten, die aus dem Seminar entstanden sind und die haben eigentlich 6 Thesen, glaube ich, davon haben wir mitgenommen in das Mapping Camp und vielleicht magst du, Martha, die kurz erläutern. Genau, diese 8 Atlanten waren zu unterschiedlichen Themen, die sich eben aus den künstlerischen Positionen entwickelt haben im Laufe des Semesters. Und hier sieht man eine Arbeit zu Remembrance, Representation and Politics, wo die Studentinnen entlang der U1 kritische feministische Repräsentationen untersucht haben. Genau, dann gab es eine weitere Gruppe, die hat sich mit queer-feministischen Räumen des Empowerments beschäftigt. Die haben ein ganzes Netzwerk von Räumen, Partys, Zeitschriften, die eben sich als queer-feministisch verstehen, identifiziert und untersucht, wie die Verhältnisse unter den verschiedenen Akteuren innerhalb des Netzwerks sind. Dann gab es eine weitere Gruppe, die hat sich mit Räumen in der Nacht beschäftigt. Wie bewegen sich Flinter-Personen nachts durch die Stadt? Wie werden Räume wahrgenommen aus so einer sehr eigenen Perspektive? Dann gab es eine Arbeit, die sich mit dem Wedding beschäftigt hat, mit den Neighborhoods of Care Work, wo verschiedene Räume, also entweder private oder auch halböffentliche und Räume untersucht wurden, in denen Care-Arbeit stattfindet und auch ein Netzwerk von Menschen, die Care-Arbeit leisten, aufgedeckt wurde. Dann hat sich eine weitere Gruppe beschäftigt mit Mobilität und wie sich Flinter-Personen allgemein, also durch den Kiez bewegen, aber auch durch die Stadt bewegen und wie eigentlich sich so Themen von Flächengerechtigkeit auch auf Flinter-Personen auswirken. Und dann gab es eine Arbeit zum Thema Housing und da hat die Gruppe untersucht, wie sich eigentlich die ganze Housing-Krise oder die Wohnungskrise in Berlin auswirkt, speziell auf Frauen und Flinter-Personen, vor allem in Bezug eben auf darauf, dass Frauen oft ein geringeres Einkommen haben und auch darauf, dass in privaten Räumen häufig häusliche Gewalt stattfindet und die Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, sich eine andere Wohnung zu suchen, um der häuslichen Gewalt zu entgehen und wie da im gesamten System des Housings so die Zusammenhänge sind. Das sind jedes für sich genommen ziemlich komplexe Themen. Wir haben versucht, das innerhalb von einer Woche mit einer kleinen Gruppe in einem Mapping-Camp zusammenzutragen. Man könnte jetzt noch über die methodischen Schritte sprechen, aber ich glaube, was daran wichtig ist, dass wir versucht haben, all diese Themen zueinander in Beziehung zu setzen, indem wir die alle in eine große Karte eingetragen haben. Und der große Schritt, der dabei passiert ist, dass man eben auch die Wechselwirkungen zwischen diesen Themen, die jetzt Martha aufgezählt hat, erstmal im Raum begreiflich macht. Und diese Wechselwirkungen haben wir dann, ihr seht hier diesen roten Layer, auch noch in eine Zukunftsperspektive übertragen. Und das war das Produkt dieses Mapping-Camps. Und die Karte beinhaltet einerseits eine Kritik an Berlin, wie sie heute ist, aber zugleich auch einen Ausblick, was die Potenziale in den emanzipatorischen Räumen trotzdem sind. Und vielleicht noch so ganz kurz, ganz wichtig natürlich, eine Legende, die das alles erzählt und eine sehr schöne
Idee der Studentinnen, einen Femmarsch im Jahr 2049 zu visualisieren, der auch beispielsweise an der Galerie Futura vorbeigeht, aber auch an einem anderen Mediaspray der Zukunft, an einem feministischen Kotti. Der March endet in einem sicheren Zuhause in Marzahn, einem Kiez, der völlig anders funktionieren könnte als heute. Die Details zu diesem Femmarsch und auch den Raumproduktionen, die die Studentinnen für die Zukunft visioniert haben, den kann man in dieser Beschreibung des Festivals 2049 nachlesen. Und das haben wir reingetragen in die Ausstellung und haben eben über eine Installation versucht, nicht nur in der Karte die Themen zusammenzubringen, sondern auch räumlich erlebbar machen und wieder diese künstlerischen Positionen einzubetten. Das war der Versuch, die Inhalte in den Atlanten nochmal dargestellt. Das Gleiche findet sich jetzt auch in dem Pavillon als Ausstellung, und auch der performative Aspekt war sehr wichtig. Also wir wollten auch die ZuschauerInnen in dieses zukünftige Berlin reinbringen. Der Kampf ist total wichtig, also durchaus agitatorische Agenda dieses Mappings auch mitzudenken und viele Menschen teilhaben und wissen zu lassen, was herausgefunden wurde von über 30 Recherchierenden. Ja, wir können jetzt nochmal Werbung machen für unsere Open Access Publikation. Es gibt diese Atlanten, die kann man sich herunterladen auf dem Repositorium des TU-Verlags. Es gibt also das geballte recherchierte Wissen, und wir haben auch die Karte selbst nochmal unter diesem Link abrufbar. Und genau, damit enden wir und wünschen ein spannendes Gespräch euch, und vielleicht haben wir ein paar Vorlagen geliefert. Ja, vielen Dank. Dann machen wir aber mal weiter. Danke. Und ausgehend von der Ausstellung werden wir jetzt noch wir noch weiterreden. Ich habe auch ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Sophie Jung, bin Kunsthistorikerin und Journalistin und bin als Moderatorin heute Abend hier. Genau, wir werden uns so ein bisschen von der Vergangenheit in die Gegenwart und dann mit Ausblick auf die Zukunft fortbewegen in diesem Gespräch. Und deswegen gehe ich erst noch mal kurz ein bisschen zurück und mit einem kleinen Blick in die Ausstellung im Reuse-Pavillon, wo unter anderem das Architekturmuseum Beispiele von Diplomarbeiten aus den 50er, 60er und 70er Jahren von Frauen ausgehangen hat. Und ich greife jetzt einfach nur mal eins heraus. Da war zum Beispiel von 1952 eine Diplomarbeit dabei von Liselotte Talkowski. Die hat ein Haus für einen Landarzt entworfen. Und das jetzt einfach nur, wenn man das so sieht und sozusagen das Ganze unter dem Aspekt der Gleichberechtigung, der Themen, in denen man arbeitet, der Arbeitsfelder, wo und wie man arbeitet, guckt und dann erst einmal dieses Haus für einen Landarzt sieht, zumindest mit einer groben Schwarz-Weiß-Wahrnehmung, kann man einfach erst mal denken, da ist jemand vielleicht in den 50er Jahren auf den häuslichen Bereich erstmal zurückgestoßen worden oder hat sich selber dafür entschieden aus gesellschaftlichen Gründen. So könnte man es zumindest erstmal, wenn man es schwarz-weiß liest, so sehen. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal direkt Helena Huber-Dudova, die Kuratorin der Architektursammlung in der Nationalgalerie in Prag ist und mit einem Forschungsprojekt sich mit der Arbeit von Architektinnen seit 1940 auseinandersetzt. In welchen Zusammenhängen arbeiteten die Frauen, die Architektinnen, mit denen du ausfindig gemacht hast in deinem Projekt? Woran arbeiteten die? Was waren das? Waren das für Projekte? Kannst du das widerlegen, was ich gerade gesagt habe? Ja, danke. Ich würde vielleicht zurück zu diesen Abschlussarbeiten in der Ausstellung, die in der Ausstellung zu sehen sind, zurückgehen. Und ich fand es ganz interessant, weil ich fand diese Perspektiven und die Zeichnungen wirklich wunderschön. Und das waren wirklich herausragende künstlerische Arbeiten. Und dann, ich habe versucht, diese Namen zu googeln. Und ich bin leider dazu gekommen, dass ich die Frauen nicht finden konnte.
auch so eine, die auch mein Auge, also das ich gemerkt habe, und das war Ursulina Witte, die schon ganz bekannt ist und im Jahr 1960 bei Bernhard Hermkes abgeschlossen hat. Und sie sagt auch, also in ihren Erinnerungen, dass es 15 Studenten waren in dem Studio und nur zwei Frauen. Und dass sie sehr, im Prinzip sehr nervös war und deswegen hat sie sich so sehr buschikos benommen und so weiter. Aber das ist wirklich ein Fakt, dass es in den 50er und 60er und 70er Jahren in Westdeutschland relativ wenige Studentinnen gab. Im Jahr 1973 waren das 17%. Und noch dazu kommen einige Aspekte, die halt dieses Verschwinden von den Frauen einfach verstärken. Darauf werde ich nochmal zurückkommen, weil ich mich also auch mit der mitteleuropäischen Perspektive beschäftigt habe, würde ich gerne noch einen kurzen Vergleich machen. Also in der BRD waren das 17% von Studentinnen, wobei in der ehemaligen DDR waren das 30% von Architekturstudentinnen, in Tschechoslowakei genauso. Und in Polen waren das sogar 50%. Also das zeigt, dass dieses ganze System in den sozialistischen Ländern war eigentlich ein bisschen anders eingestellt und dass die Frauen da halt eine bisschen andere Stellung hatten, also viel emanzipiertere und halt sehr viel selbstverständlichere, was das Berufsleben angeht. Aber nochmal zurück, wenn wir zu diesen drei Aspekten kommen, warum die Frauen verschwinden, es gibt Brüche in der Karriere. Ein Bruch ist die Namensänderung nach der Heirat. Das heißt, man kann öfter die Absolventinnen eigentlich nicht mehr finden. Man müsste zum Matrika oder zum Amt gehen und da sehr aufwendig alles herausfinden. Dann gibt es die Architekten-Ehepaare, wo die schon erwähnt wurden, dass die Frau übernimmt die Familien- und Büroverpflichtungen und ganz oft bleibt sie im Schatten des Mannes. Ein Extrembeispiel war zum Beispiel Maria Lang-Schwarz, die Gattin von dem Architekten Rudolf Schwarz, die gar nicht bei den Entwürfen vorkommt. Das war ein sehr konservatives katholisches Milieu und sie hat sogar dann später sogar unter seinem Namen entworfen. Also sie hat eigentlich gar nicht ihre eigene Subjektivität als Architektin ausgesprochen oder formuliert, artikuliert sozusagen. Und und das dritte Element sind Kinder und Familie, die es schwierig machen, ja, ein eigenes Büro zu gründen. Deswegen sind sehr wenige bekannte Architektinnen, also auch hier in Berlin zum Beispiel, Ingeborg Kuhler wurde im Jahr 1984 erste Entwurfsprofessorin an der UdK in Westdeutschland berufen und zum Beispiel ganz, ganz erfolgreich war in Ostdeutschland Iris Dulin-Grund als Stadtarchitektin von Neubrandenburg. Aber ja, also es gibt diese Faktoren, die dieses Verschwinden von den Frauen verursachen. Und das kann man dann wirklich beobachten, dass obwohl die Frauen also sehr, sehr tolle Arbeiten machen, als Abschlussarbeiten, es gibt dieses Phänomen von der Leaking Pipeline, dass am Ende sind nur sehr wenige Architektinnen bekannt. Weggenommen. Warum viele Frauen verschwinden aus dieser Generation. Okay, dann vielleicht trotzdem noch mal
zurückzukommen, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, also auch gibt es bei einer Statistik, die ich nochmal gelesen habe, dass in Ostdeutschland 1965 30% weibliche Studierende waren im Architekturstudium, aber trotzdem zum Beispiel viele von denen dann letztlich in Wohnungskombinaten arbeiteten. Also auch meine Frage zielte vorher eher darauf ab, ob sie sozusagen auch von den Inhalten her auf so typisch weibliche Aufgaben, ja. Dieses Phänomen so sehen kann. Müsste man das wirklich unterscheiden, weil in der damaligen Zeit im Sozialismus, im Gegensatz zu Kapitalismus, gab es so ein System von Staatsbüros. Und die waren jetzt irgendwie fürs Wohnungsbau oder für Technologie, für irgendwelche medizinische Bauten und so weiter und so fort bestimmt. Und die Frauen haben halt einfach angefangen, in diesen bestimmten Büros zu arbeiten. Dann kann es sein, dass sie eine Lagerhalle entworfen haben oder, ich weiß es nicht, eine Neubausiedlung oder sowas. In Westdeutschland kann ich mir vorstellen, dass der Auftraggeber war der Wichtige. Und deswegen haben sich vielleicht die Frauen auf Interieurdesign und vielleicht Familienhäusern und so mehr spezialisiert, aber das ist wirklich auch nicht ausschließlich. Und sie haben auch eigene Strategien entwickeln, auch durch diese Ehepaare und so weiter. Also man kann das nicht ganz pauschalisieren, aber man kann sagen, dass dieses System im Westdeutschland hat, die Frauen zu bestimmten Bereichen gerichtet oder so. Also, okay. So ein bisschen nach diesem Phänomen, wie man das vom Bauhaus hört, die weiblichen Studenten an den Webstuhl. Da wollte ich einfach nur fragen, ob es da sozusagen so ein Drängen gab in solche Richtungen. Und du hattest auch gesagt im Vorfeld, dass jetzt auch in der Sammlung es wahnsinnig schwierig wäre, weibliche Architektinnen ausfindig zu machen und auch, dass es schwierig ist, sie überhaupt zu vermitteln, also Ausstellungen zu machen, auch Nachlässe anzunehmen. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Das ist auch sehr komplex. Zum Beispiel in der Sammlung von der Nationalgalerie gibt es so ungefähr über 200 Bestände so von Architekten und Architektinnen, und daraus sind ungefähr 10 Bestände Frauen. Also es ist wirklich ein Bruchteil. Und von diesen ungefähr 10 sind nur 2, also umfangreiche Volumen von Werk dann, weil sonst sind es so Einzelprojekte und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz ähnlich ist in anderen Sammlungen. Nicht nur ich habe schon ein bisschen Forschung gemacht, so in Tschechien, das ist ähnlich. Und ich nehme an, in Deutschland, zum Beispiel im Architekturmuseum in München und so weiter, da hat man wahrscheinlich ähnliche Probleme. Also es gibt einige Gründe. Eins von den Gründen ist, es gibt diese Architekten-Ehepaare und die Frauenwerke werden dem Mann halt einfach zugeordnet. Das ist eine Sache. Dann sind die Frauenfonds schlicht weniger attraktiv, weil die Frauen sind weniger bekannt, weniger wichtig, haben weniger große Bauten gebaut und so weiter und so fort. System, in dem sie einfach untergehen. Dann Und dann kommt noch dazu, dass die Frauen in dem ganzen Architektursystem eigentlich nicht immer die Autorschaft für das Projekt zugeordnet bekommen haben. Das heißt, dann hat man ein Projekt, dann hat man 2 hauptartige Architekten und dann hat man Frauen als Mitarbeiterinnen. Und man kann nachträglich nicht so richtig beurteilen, wer ist wirklich dieser Architekturgenie oder dieser kreative Teil und wer ist dieser ausführende Teil. Und dann zum Beispiel gibt es auch Fälle von falschen Zuschreibungen, zum Beispiel im Deutschen, dass man nicht denkt, dass es eine Frau war und es wurde einem Mann zugeschrieben, wenn zum Beispiel in den Zeitschriften nur den Nachnamen und so
und ein Kürzel steht und so weiter. Also es gibt wirklich so einen Komplex, das ist von Tatsachen, das ist verhindert, dass die Frauen wirklich vorkommen. Und ich muss sagen, also das, ja, und das, dafür muss man sensibilisiert sein und versuchen, diese Tatsachen halt ein bisschen zu balancieren. Aber es ist eine Riesenarbeit, weil diese Männer von uns wurden irgendwie Jahrhunderte oder ein Jahrhundert vielleicht gebaut, oder ja gut, in Prag waren das gut, also 30, 35 Jahre oder sowas, das ist schon eine Menge Zeit, und man kann jetzt nicht in 2-3 Jahren also diese ganzen Frauenfonds aufbauen, aber wir versuchen mit unserem Forschungsprojekt, das wir haben jetzt für 3 Jahre, eigentlich so diese Primärforschung zu machen. Wir machen eine Online-Datenbank von 100 Frauenarchitektinnen. Und dazu machen wir noch Interviews, Biografien, also damit dieses Thema ins Gespräch kommt. Ja, und dann müsste man eigentlich zu jeder von diesen Frauen eine monografische Ausstellung machen. Und das ist wirklich sehr viel Arbeit und das nimmt sehr viel Zeit. Wobei ja sozusagen auch dann diese Prozesse, nur um es nochmal hinzuzufügen, in denen dann letztlich nachher nur noch die männliche Autorschaft bekannt ist, das ist ja jetzt nicht so ein aktives Unterdrücken, denke ich mal, sondern es sind einfach auch subtile Prozesse. Also ich weiß es zum Beispiel von Charlotte Perriand, die Designs gemacht hat, die ganz lange unter Le Corbusier firmierten, einfach weil sie in Le Corbusiers Büro gearbeitet hat, und dann war halt der Name gegeben und man hat sozusagen nichts dagegen gemacht, und ihr war es, sie hat dann auch andere Sachen gemacht, und sozusagen, das ist sozusagen, man müsste dann sozusagen aktiv die Autorschaft umwandeln und sich da aktiv für einsetzen, was dann auch letztendlich dann ein sehr, vielleicht auch diffiziles Recherche-Projekt ist, um dann wirklich auseinanderzuhalten. Also es ist wirklich sehr schwierig, weil wie ich schon erwähnt habe, die Namen stimmen nicht wirklich und manchmal sind die Frauen sehr, sehr schwer auffindbar und so. Was dann letztlich dazu führt, dass sie verschwinden in der Architektur. Die sind einfach nicht in den Archiven. Also manchmal, wenn man so eine Standardrecherche macht für eine Ausstellung, geht man in die Archiven, man guckt, was es dort gibt, und dann bestellt man vielleicht einige Sachen, aber diese Archive von den Frauen sind immer bei den Frauen meistens zu Hause oder bei ihren Töchtern und so. Also es ist ein Riesenaufwand, so eine Recherche zu machen. Und du meintest auch, dass die Archive häufig nicht, dass es auch schwierig ist, diese Nachlässe angenommen, dass sie also von ihren Sammlungen aufgenommen werden. Wahrscheinlich mit den Interviews wollen wir auch die Architektinnen besuchen und dann auch ihre Werke dann irgendwie abfotografieren oder digitalisieren und dann online stellen in diese Datenbank. Was du im Gespräch vorher meintest, ist auch zum Beispiel, dass diesem ganzen Phänomen, dass sozusagen Frauen, oder Architekten, dass deren Namen sozusagen von der Architekturgeschichte verschluckt werden. Dahinter liegt auch irgendwie immer noch so ein antiquiertes Genieverständnis von dem männlichen Architekten als den sozusagen Künstler, das Künstlergenie, was natürlich auch gegen jegliche sozusagen kooperative Arbeitsweise spricht, die ja letztlich auch in der Architektur stattfindet. Aber offenbar herrscht dieses Bild irgendwie noch vor, zumindest wenn es jetzt um die Sammlungen geht auch und wie sie aufbereitet werden oder angenommen werden, erweitert werden. Kurz die Frage an dich, Katrina, du hast dich dafür entschieden, Architektur zu studieren. bist jetzt hier im Master, Katrina Malinsky. Was für ein Berufsbild hattest du, als du dich dafür entschieden hast? Jetzt hört mich. Super. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich persönlich, ich kannte auch keine weibliche Architektinnen. Das war auch für mich in der Zeit auch ein bisschen Teil von der Entscheidung, ob ich mich da irgendwie durchdrücken will in den sogenannten Männerberuf. Und am Ende, ich
ich habe mich dafür entschieden, weil ich wollte ins Beruf rein und weil es hat mir Spaß gemacht, aber ich will auch nicht sagen, dass es nicht Teil von die Entscheidung war, wirklich darüber nachzudenken, ob ich da rein will. Und ich denke auch, ich hatte damals einen sehr Baustelle geprägten Idee vom Beruf, was natürlich auch, wie im Video vorher erwähnt, noch schlimmer ist. Aber ich denke, das ist auch ein großes Problem, in dem man keine Architektinnen wirklich kennt, also als Laie. Es gibt nicht viel und die so ein bisschen berühmter sind, bleiben oft einfach unter Bekanntheit in dem Beruf. Und die sind nicht die Namen, die fünf großen Architekten, die man denkt, wenn man nur fünf kennt. Das finde ich auch schade für junge Frauen, weil vielleicht sehen sie, sei sie sich da repräsentiert und dann entscheiden sie sich einfach anders. Spontan gefragt, welche fünf Namen kanntest du? Drei. Also Corbusier ist auf jeden Fall eine und und dann wahrscheinlich so der klassische, so Gary ist auch eine. Liebskin vielleicht ist auch so ein dritter. Das sind alle so klassische alte weiße Männer. Bild. Okay, klassische weiße alte Männer. Ein bisschen, vielleicht hatte so ein Bild auch die Felicitas Mossmann im Kopf, als sie jetzt im Oral History Projekt, lief auch ganz kurz im Film gerade, erwähnte, dass im Arbeitsalltag bei Absprachen, Vertragsabschluss und so weiter Frauen häufig einfach so eine gewisse Expertise abgesprochen wurde und dadurch halt irgendwie die tatsächlichen Geschäfte irgendwie immer unter Männern gemacht wurden. Christa Fischer, du bist seit 1986 selbstständig als Innenarchitektin tätig. Das ist jetzt auch schon lange. Vielleicht, Felicitas Mossmann sprach vielleicht auch von dieser Zeit. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht als selbstständige Innenarchitektin vor 35, 40 Jahren? Ich wollte noch mal so beitragen, einen Punkt zu Ihnen, dass Frauen einfach auch viel zu bescheiden sind immer. Sie wollen eigentlich gar nicht, sie nehmen sich nicht wichtig. Und erst heute kann man ja eine hohe Publizität erreichen, weil man auch andere Medien hat. Und damals war das unglaublich anstrengend, eine Publikation zu bekommen, in eine Zeitung zu kommen. Das war einfach irre viel Arbeit und die Techniken waren ja nicht so geschmeidig. Ja? Ich meine, ich musste noch die Pausmaschine 1982 putzen. Ja, Nasspausmaschine, harte Arbeit war das, ja. Und ich erinnere mich, wie ich in mein erstes und einziges Büro eingetreten bin, waren da zwei Frauen, die hatten an der TU studiert. Und die eine hatte einen Immobilienmakler geheiratet und damit konnte sie bauen. Also das ist dieses Thema Netzwerk, ja. Und die andere hat eben mein Planungskollektiv immer unterstützt. Und in meinem Büro war fast die Mitarbeiterschaft schon paritätisch. Halb Männer, halb Frauen. Das fand ich also Anfang der 80er Jahre. Ja. Und mein eigener Verlauf dann in diesem Büro war, dass ich bin ja in diese behutsame Stadterneuerung der IBA eingestiegen und bin dann abgestellt worden. Und das war sehr schön, in Kreuzberg Häuser aufzumessen, zu betreuen, zu analysieren, mit den Menschen den Sanierungsumfang zu besprechen und den dann auch als Bauleiterin durchzusetzen. Ja? Und wir hatten keinerlei Mail, wir hatten nicht mal Fax. Mein erstes Fax ging nach Polen. Ja? Ich war vollkommen beeindruckt, dass ich von der Post ein Fax von Polen abholen durfte. Ne? Also vor 20 Sekunden in Polen, jetzt bei mir. Man muss sich einfach diese technische Dimension vorstellen und auch diese... Ich glaube, 70 Wohnungen habe ich da im Einzelnen betreut, in der behutsamen Stadterneuerung, zusammen mit Soziologen auch, die sich geleistet wurde von den Wohnungsbaugesellschaften und die auch Hartwalter Hämer gewünscht hat, ja, dass man das behutsam macht. Aber was dann für mich im Ergebnis bedeutete, ich hatte ja Gestaltung studiert und dieses Büro hatte sehr schnell erkannt meine empathischen Fähigkeiten. Ja.
dass ich mit den Menschen sprechen kann, dass ich denen das vermitteln kann. Und dann war ich abgestellt auf eine bestimmte Sequenz und ich durfte eigentlich nicht mehr gestalten. Ja? Ich musste dann so ein Programm erfüllen und dann haben sich meine Chefs und ich auch ein bisschen wir haben uns dann auseinandergelebt, weil ich dann sagte, okay, ich erkenne, ich bin nicht alleine verantwortlich für meine Gestaltung, ich muss es mit anderen teilen, ich muss die mitwirken lassen, also die Autorenschaft, das selbstständige Machen kommt in Gefahr. Und wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich immer in diesem Hamsterrad sein. Und dann hat mir das sozusagen verholfen, dass ich dann sagte, ich habe so angefangen, dann so Kleinobjekte zu machen, also so Designobjekte. Mein Vater war Automechanikermeister und ich habe eine sehr hohe Affinität zu Schrauben. Ja? Ich bin dann in die Berliner Schraubenzentrale und habe mir alle Teile zusammengesucht und habe dann angefangen zu basteln. Und hatte dann das große Glück, dass ich in diese Aufbruchsstimmung, die Post-Punk-Situation Mitte der 80er Jahre, Berlin noch Weststadt, Inselstadt, wo jeder geguckt hat, dass irgendwas aus dieser Stadt exportiert wird, hinausgeht. Und da fing auch das mit dem Designprozess an. Und dann hatte ich wirklich das große Glück, und da muss man suchen, man muss sich seine Netzwerke aufbauen. Ja, Leute treffen, sprechen, überzeugen und dann wurde ich eben in so eine Künstlergruppe aufgenommen und über diesen Weg bin ich in die Selbstständigkeit gekommen, ja? Weil die dann gesagt haben und dann sagte einer, für den ich heute noch arbeite, wenn die das kann, also ein bisschen wie bei Oskar Kaufmann, der seinerzeit das Hebbeltheater gemacht hat, da stand ja auch einer vor dessen Entwurf für ein Schlafzimmer und hat gesagt, wenn der ein Schlafzimmer kann, kann der auch ein Theater, ja? Und bei mir war das so ein bisschen ähnlich, dass dann dieser eine Bauherr gesagt hat, wenn du das kannst, kannst du mehr. Ja? Und so bin ich in diese Selbstständigkeit peu à peu hineingekommen, habe dann auch verschiedene Partnerschaften gehabt und die sind dann geendigt eigentlich immer aus familiären Gründen, Kinder, ja, oder zu betreuende Eltern. Und jetzt mache ich das seit 2000 alleine. Und ich finde diese... also die Analyseperspektive, auch diese feministische Analyse heute, die finde ich schon sehr interessant insofern, weil, sage ich mal, das war nicht mein Thema, weil ich habe einfach eher, ich bin eher so auf diesem Trip gewesen, ich mache hier mein Ding. Ja? Und ich habe dann erkannt, Netzwerken, überzeugen, diplomatisieren. Ich bin auch früh dann in die Kammer gegangen, war in der Kammer aktiv, was auch sehr hilfreich war, um andere zu treffen und sich zu vernetzen. Ja? Und das hat dann so einen Aufwuchs genommen. Und manchmal habe ich eben auch Dinge gemacht, wo ich hinterher gedacht habe, habe ich jetzt einen Vogel. Ja? Also ich bin in hohe Risiken gegangen, unter dieser Idee, Experiment wagen. Ich mache das jetzt hier einfach ohne, mit wirklich irre Blauäugigkeit, was Finanzierbarkeit, Zeit, der Entwurfsprozess, das war mir in dem Moment alles nicht so klar. Aber was mich wirklich durchgetragen hat, war diese Fähigkeit, die ich schon ab 82 in den Kreuzberger Häusern gemacht habe. Das waren ja Folgeprojekte der Besetzer. Ja? Also die Besetzerzeit war durch und der Senat hatte erkannt, wir müssen die Häuser bewahren und wir machen das behutsam. Das war dann eben Teil dieser IBA der 80er Jahre. Das war wirklich eine hochspannende Zeit. Aber mich hat durchgetragen dieses Empathiemoment. Und ich glaube, das würde ich Frauen eher zuschreiben, dass man sagt, ich gucke erst mal hin, ich höre erst mal zu und ich will auch den Reflex oder dieses angenommen werden in einer Gruppe. Und ich stelle mich eben nicht dahin und sage, Leute, so ist es und nicht anders, ja? Dass wir hier mal klar sind. Heute habe ich mich da schon anders entwickelt. Also ich bin da manchmal jetzt sehr imperativ. Sage, ich habe gesagt, es wird so gemacht und dann wird es bitte auch so gemacht. Ja? Aber damals war ich noch so ganz mäusig und habe gedacht, ja, machen das jetzt mal so diplomatisch. Und das, glaube ich, das sollte man sich ein bisschen abgewöhnen. Man sollte eben zu seiner Sache stehen, aber die Komplexität immer im Auge halten, die da heißt, ich verbaue das Geld anderer Leute, ich mache Dinge, die sind von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, die haben einen Umweltaspekt, die sind sehr, sehr wichtig und was ich eben eigentlich noch mitgeben möchte, ich habe das jetzt ja nur im kleinen Format gemacht, diese Aktivität in der Architektenkammer, das ist ja eine rein berufspolitische Position,
Aber wenn man solche Analysen wie jetzt diese FemMap macht, dann muss man irgendwie gucken, dass man die als nächstes kommuniziert. Also man muss sich Lobbys schaffen, man muss es verbreiten und ich wünsche mir, dass mehr Frauen in die Politik gehen an der Stelle und mehr in so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, nämlich nicht nur erkennen und sichtbar machen, sondern auch verteidigen und durchtragen. Und das sind dicke Bretter, die man da bohrt, sehr dicke Bretter. Aber das wünsche ich mir einfach noch mehr in der Umsetzung. Also letztlich, wenn man jetzt, wenn ich nochmal so kurz auf die Anfangsfrage zurückgehen kann, von der, ich frage ja so ein bisschen nach der Arbeitssituation, so ein bisschen das, was Hermann Schlimmer auch vorher erwähnte, dass eigentlich vielleicht die Arbeit, das Werk zählt, das, was du letztlich dann auch gemacht hast und plus Netzwerk und gute Vermittlungsarbeit, dass du da letztlich auch einfach da gar nicht so eine Hierarchie sich da auch gar nicht entwickelt hat oder du sozusagen in eine weibliche oder in irgendeiner Form der Diskriminierung sich nicht entwickelt hat. Also ich habe schon auch in meinem beruflichen Leben auch noch letztes Jahr hatte ich in der Sitzung bildhaft gesprochen mit einem Haustechniker, der der natürliche Feind des Architekten ist, ja, dem habe ich geärgert und dann ist er mich so unter der Gürtellinie angegangen, so nach dem Motto, können Sie sich morgens noch im Spiegel angucken, wenn Sie solche Sachen sagen mit Ihrem gepflegten Halbwissen, ja. Also das passiert schon und das würde einem Mann nicht passieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das würde nicht passieren. Die haben nämlich auch nur gepflegtes Halbwissen, ja, in der Haustechnik, ja, und da muss man sich vehement dagegen wehren. Also da muss man echt einen Kurs besuchen und sagen, sowas sagen Sie nicht noch einmal, ja, schauen Sie sich selber jeden Morgen im Spiegel an und ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Also das passiert einem noch, dass man dann, wenn man merkt, die Frau kann ja was und die wird mir gefährlich, ja, dann ziehen Männer in solchen Situationen gerne mal diese Karte. Ich hatte dir ja auch berichtet, wir haben einen europaweiten Wettbewerb gewonnen, ja, in der Kopplung Architekt und Innenarchitekt, ja, also Handlungsraum innen, Zubau außen einer Turnhalle. Dann hat man uns in dem Verfahren, hatte der Architekt dann gesagt, bei der Jury-Sitzung, dieses bisschen Innenarchitektur, das lassen wir jetzt mal die Männer mitmachen. Ja? Das brauchen die jetzt da gar nicht. So. Dann musste man da erstmal wahnsinnige Anstrengungen unternehmen, zu sagen, Leute, ihr habt einen Wettbewerb ausgeschrieben, wir haben ja 3000 Stunden dran gearbeitet. Wenn wir eure Ziele nicht erfüllt haben, ist es nicht unsere Schuld, sondern eure, weil dann die Aufgabenstellung falsch war. Und wenn ihr uns jetzt hier so blöd kommt, dann gehen wir mal zur Vergabestelle des Landes und zeigen euch an und rügen euch. Ja? Und dann sind die schon ganz nervös geworden und dann haben wir die Arbeit nochmal verteidigt, haben den Auftrag auch bekommen, wurden vom Architekt in München einbestellt und der sagt dann, ich sage Ihnen jetzt mal, wie ich das mache, also ich habe da gute Erfahrungen mit dem und dem Material und so weiter. Und er wollte mir immer noch erzählen, wie ich das zu machen habe. Und dann musste man eben sagen, Entschuldigung, wir haben diesen Wettbewerb gewonnen, bauen Sie Ihre Turnhalle, wir wissen auch, was wir zu tun haben. Und das passiert, glaube ich, nur Frauen. Das würden die untereinander mit Männern nicht machen. Also diese Dinge passieren mir, aber das, glaube ich, ist wirklich spezifisch. Das, ich kann es nur wiederholen, Männer zu Männer habe ich das noch nicht erlebt. Ja. Und nochmal so ein ganzes besonderes Spezifikum ist auch Innenarchitekt, Architekt. Ganz besonders delikat. Also weil uns wird jegliche konstruktive, technische Komponente abgesprochen und man muss jedes Mal wie der Idiot da kämpfen und sagen, ich weiß auch, was ein Glaser-Diagramm ist. Sie werden auch zum Akustiker gehen. Sie brauchen auch einen Statiker. Sie wissen, von was ich spreche. Und da denke ich auch immer, also da habe ich eher so ein Innenarchitekten-Problem. Ja. Aber, und ich habe da auch schon treffliche Kämpfe gefochten, weil wir oft in Projekte kommen, wo der Handlungsraum vollkommen vernachlässigt worden ist zugunsten einer imperativen Gestaltung. Also wir geben Geld für Lapislazuli Terrazzo aus, aber den Rest vergessen wir. Ja? Also, und da kommen wir dann ganz spät in diese Projekte, weil der Bauherr nicht mehr weiß, wie er mit dem Architekten kommunizieren soll.
Und dann kann es durchaus kritisch und gefährlich werden, aber dann hat man sich jetzt über all diese vielen Jahre eben schönes diplomatisches Wording angewöhnt und dann geht es auch irgendwie. Ja. Diplomatie. Du hast jetzt schon viele Schlagworte genannt und deswegen komme ich jetzt auch mal auf die Raumproduktion zu sprechen. Du hast Empathie, dann auch gerade die Hausbesetzer-Szene hast du genannt im Kreuzberg der 80er Jahre, welches ja letztlich auch ein Labor der einer vielleicht auch feministischen Raumproduktion war. Du selber hast an der behutsamen Stadtsanierung teilgenommen. Wenn man jetzt den Text von Felicita Reuschling nochmal liest, der ja auch bei dem FAMMAP eine Rolle spielte, dann kommt diese Stadtsanierung auch darin vor, und zwar also vielleicht frage ich dich nochmal, bevor ich das jetzt, da gibt es sozusagen, man könnte da auch einen feministischen Ansatz der Raumproduktion drin sehen. Könntest du das vielleicht erklären oder siehst du das vielleicht auch? Ich hatte vorhin nochmal die Mira wahrhaftig angesprochen, ja, die ja dann für bestimmte Typologien, Wohnungsgrundrisse auch in dieser IBA-Phase zuständig war. Ich würde nicht sagen, dass wir eine feministische Position in nur irgendeiner Weise da besetzt haben. Also ich kann das von meiner Wahrnehmung her nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich habe diese 4,5 Häuser aufgemessen und ich habe in so vielen Kleiderschränken gesteckt, ja, von 1900. Wir hatten in einem Haus noch eine Dame, die ist mit den Eltern im Erstbezug 1896 eingezogen, ja. Und diese Erfahrungen habe ich gemacht. Ich habe viele Frauenleben gesehen, also Frauen mit klitzekleiner Rente, wo man dann eben gesagt hat, die können sich die Fenster nicht leisten, die können sich auch kein Bad leisten. Und wenn die gesagt haben, kein Bad, dann sind wir mit den Fallrohren drumherum gefahren. Ja. Das war unser Thema. Aber die feministische Position in der Architektur oder dass es eine Auswirkung gegeben hätte auf Architektur, Grundrissgestaltung. Also in der Zeit ist wahrscheinlich Helga Schmidt-Thomsen eine Person, die da interessant ist in ihrer Architektur, Mira wahrhaftig. Ursulina Schüler ist ja eher fürs ICC berühmt, ja, und Ingeborg Kuhler für dieses Rundfunkgebäude in Mannheim. Also das waren ja eher so Breaking-Projects innerhalb sozusagen außerhalb dieser weiblichen Domäne, Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus, Schule, ja. Und ich muss sagen, da waren wir nicht mit beschäftigt. Und wenn ich an meine eigenen Vorbilder damals denke, dann kannte ich natürlich Eileen Gray und ich habe mich furchtbar über Le Corbusier aufgeregt wegen Charlotte Perriand. Und ich habe Mies van der Rohe von meiner Hitliste gestrichen wegen Lilly Reich. Ja, ich mir dachte, dieser arrogante Fatzke. Ja. Also da hatte ich so eine Haltung dazu. Aber natürlich fand ich Gehry damals super und ich bin zu den Krier-Brüdern gepilgert hier. Ja, das waren ja damals in den 80er Jahren, waren das ja so, entweder man hat diese Dekonstruktivisten gehabt oder gute Postmoderne. Ja, das waren die Role Models und nicht Role Models, sondern das waren so Vorbilder, denen man nachgestrebt ist. Und als Innenarchitekt hat man natürlich auch so einen Hang zum Gesamtkunstwerk, ich sag mal Adolf Loos oder Victor Horta. Da hat man hingestrebt, dass es ein ganzheitliches Außen und Innen gibt. Und das konnte ich ja jetzt auch nun einmal verwirklichen, dass wir ein Haus innen und außen gebaut haben, dieses Townhouse in der Niederwaldstraße 32, dieses Glashaus, ja. Dass man wirklich das mal konsistent durchziehen konnte, zwar durch städtebauliche Auflagen limitiert oder eingeschränkt, aber in der Haltung als wirklich innen und außen komplett. Und das war schon ein Genuss, weil der Innenarchitekt hat ja wahnsinnig viele Sachzwänge. Und das, glaube ich noch, ist auch eine weibliche Qualität, diese Zwänge anzunehmen. Ein Mann sagt dann gern mal schnell, räumen wir mal eben ab. Ja? So. Und unser Eins sagt, nee, auch jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit, wir machen jetzt auch ein Projekt, ein großes Büroprojekt, wo wir wirklich darum kämpfen, dass das, was die Menschen schon an Mobiliar haben, übergeführt wird in
einen neuen gestalterischen Kontext. Und das ist nicht so einfach, von dem Thema einer selbstständigen Kleinarchitektur zu wechseln in so ein integratives Moment. Und das ist, glaube ich, auch sehr weiblich. Du nennst da jetzt auf jeden Fall ein paar Schlagworte. Was ich meinte ist, vor allem jetzt gar nicht, und das ist vielleicht auch der Punkt, an dem man jetzt auch mal kurz drüber nachdenken könnte, was hier mit feministisch dann auch gemeint ist. Also weder jetzt einen Stil oder sozusagen Stilsignale oder so, noch jetzt eine ganz spezifisch weibliche Aufgabenbereiche, sondern eher eine Haltung, also zum Beispiel empathisch zu denken, zu planen, partizipativ zu planen, die Stadterneuerung, die behutsame Stadterneuerung damals war ja auch eine der, jetzt fehlt mir gerade das Wort, eine sozial orientierte, also wo die Nachbarschaft erhalten bleiben sollte und gegen Verdrängung, also wo letztlich kooperativ gedacht, als kollektiv gedacht, dass sozusagen solche Momente, und das ist vielleicht auch das, was ich jetzt in diesem Fall mit feministischer Raumproduktion meine, also keineswegs sozusagen eine ganz spezifisch weibliche Haltung, sondern sozusagen eine allgemein inklusive Haltung, eine kooperative Haltung, die sich dann letztlich auch bei diesen Stadtsanierungsprojekten ja teilweise auch durchgesetzt hat, indem zum Beispiel partizipative Prozesse damit bei waren oder man letztlich auch das Milieu erhalten wollte, Nachbarschaft eine Rolle spielte. Also es gibt ja auch das Kreuzberger Modell, so heißt es dann, wenn es darum geht, Arbeitswege und Wohnen, Arbeiten möglichst in einer Nachbarschaft, in einem Kiez zu verbinden, sodass man letztlich zum Beispiel auch, egal ob Frau oder Kind oder Senior, man sozusagen nicht an das Haus gebunden ist, sondern auch aktiv sein kann, ausgehen kann, die Versorgung um die Ecke ist, also sozusagen diese ganzen, auch da so ein ganzheitlicher Aspekt, den du ja auch bereits nennst, wo sozusagen dieser Begriff Care-Arbeiter jetzt auch gerade immer fällt, der sozusagen in dieses gemeinschaftliche Leben in der Stadt, in einem Kiez mit integriert ist. Das ist sozusagen vielleicht auch, wenn jetzt der Begriff feministisch hier fällt, zumindest nach meinem Verständnis in der Vorbereitung, damit gemeint. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu Anne Femmer. Hallo. Du hast ein eigenes Büro mit Summa Cum Femmer und du hast gerade ein Projekt realisiert, ein Genossenschaftsprojekt, ein Wohnprojekt, genau, wo vielleicht einige der Aspekte, die ich gerade genannt habe, drin auftauchen. Ja, das ist natürlich ein sehr dankbares, eine sehr dankbare Aufgabe, Bauaufgabe, um ja so Gleichberechtigung oder Feminismus zu diskutieren. Und das hat sicherlich sehr viele dieser Qualitäten. Wir haben auch probiert, das war ja ein Wettbewerbsbeitrag und die Kooperative, eine sehr ambitionierte, neu gegründete Genossenschaft in München, hat diesen Wettbewerb ausgelobt und sehr viele verschiedene Wohnformen gewünscht. Wohnungen, die ganz normal funktionieren, einige, die wachsen und schrumpfen können, einige, wo man sich eben natürlich auch Zimmer teilt. Und wir haben diese alle in einer sehr systematischen, es ist jetzt vielleicht schwierig zu beschreiben, wenn man den Plan nicht sieht, in einer sehr hart durchstrukturierten Struktur angeordnet, was sehr gerastet aussieht. Alle Zimmer sind gleich breit. Es gibt wie so eine Art Stützenstruktur und Unterzugstruktur, die diese Tragwerk vorgibt. Und innerhalb dieser konnte man sich dann praktisch mit Leichtbauelementen, Trockenbau, Einbauten, all diese verschiedenen Wohnformen realisieren. Und das haben wir natürlich auch gemacht, um zum Beispiel keine typischen Familienwohnungen nur anzubieten oder auch die Menschen, die da wohnen wollen, komplett offen zu lassen. Es gibt diese Grundrisse funktionieren auch als WG-Wohnungen. Es gibt auch eine Frauentherapie-Gruppe, die da wohnt, zu 10. Es gibt ganz normale Wohnungen. Es gibt welche, die wie so nukleusartig zusammengeschaltet werden. Und das findet alles innerhalb von einer Struktur statt, die in diesem Sinne auch sehr hierarchielos ist.
Und ein zweiter, ja, vielleicht wirklich raumbildender Aspekt ist, dass man in die Küche eintritt, in die Wohnung. Es gibt sozusagen nur nutzungsneutrale Zimmer entlang der Fassade. Die sind eben ja alle gleich. Das heißt, ein Kinderzimmer könnte auch ein Bürozimmer sein oder es ist 14 Quadratmeter groß, könnte genauso gut ein Wohnzimmer sein. Das heißt, es gibt keine klassischen, ja, Kinderzimmer, Elternzimmer und insofern auch kein aufoktroyiertes, ja, Wohnmodell, was ich vielleicht erfüllen muss, sondern wir haben versucht, sehr frei interpretierbare Grundrisse damit anzubieten. Und ein anderer Aspekt ist vielleicht auch so eine Art Mehrfachfunktionalität von Räumen, diese Küche, die in der Mitte liegt, die dann auch dunkel ist, weil die belichteten Flächen sind an den Fassaden, ist gleichzeitig Eingang und Küche und Verteilerflur. Es gibt auch keine anderen Nebenräume und insofern ist es auch eine andere Art von Raum, die ich auch dann vielleicht mir erstmal aneignen muss, die ich auch nicht im klassischen Sinn bewohnen kann und die auch mehr, der auch mehr vielleicht kann und ganz unterschiedlich verwendet werden kann durch die Bewohnerinnen. Und insofern denken wir, dass das schon ein Grundgedanke dieses Haus war, eine Struktur anzubieten, die für alle funktioniert und die natürlich auch barrierefrei ist. Genau, und das ist mal so eine ganz typologische Studie an den Wohnungen und im Erdgeschoss des Hauses gibt es natürlich auch noch alle Arten von Gemeinschaftsräumen. Es gibt eine große Halle, durch die alle 100 Bewohnerinnen des Hauses hindurchgehen, durch nur einen Eingang, wo man sich sozusagen auch trifft, wo auch verschiedenste Funktionen sich überlagern. Da kann man dann waschen, es gibt es gemeinschaftliche Waschmaschinen oder eben eine Leseecke und ein Bewohnercafé und ein Küchen. Und das ist, glaube ich, auch so ein gleichberechtigter Raum, wo man versucht, verschiedenste Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Das dann, muss ich jetzt tatsächlich fragen, ist das auch in einem partizipativen Prozess entstanden, diese Raumorganisation? Es gab einen partizipativen Anteil, der ist aber nicht von vornherein so vorbestimmt gewesen durch die Genossenschaft, sondern lag durch dieses gleichmäßige Projekt vielleicht ein bisschen auf der Hand. Nämlich durften die Bewohnerinnen sich dann ihre Wohnungen auch selbst einteilen und Wände setzen. Sie haben von uns einen kleinen Ausschneidebogen bekommen und wie so Anzahl von Türen, die man ja mindestens setzen muss, weil das auch Förderkriterien von der Stadt erfüllen musste. Und so konnte aber in einem ersten Schritt natürlich sowieso erstmal die Wohnung im Haus belegt werden und mit den Nachbarn musste man verhandeln, kriegt man noch ein Zimmer mehr oder vielleicht eins weniger und dann nochmal auf einer zweiten Ebene innerhalb der Wohnung Türen oder überhaupt Wände setzen oder nicht. Genau. Auch mal irgendwie überraschende Momente, Dinge, weil also jetzt einfach so vom Raumprogramm her, wo dann plötzlich ihr plötzlich merktet, oh ja, so könnte man ein Zusammenleben auch organisieren, so habe ich noch gar nicht dran gedacht. Es gibt eben diese besagten, vielleicht so wie Clusterwohnungen und die Bauherrschaft, das war mir selber am Anfang gar nicht so richtig klar, hat sich dann auch wirklich dazu entschieden, die Klingeln für alle Wohnungen ganz sozusagen am Treppenhaus ganz außen anzuordnen und dann betrifft man erst einen großen Gemeinschaftsraum, wo alle Wohnungen dranhängen und dann nochmal eine zweite Tür innerhalb von diesen Wohnungen. So dass diese großen Wohnungen sich wirklich eigentlich als eine Einheit anfühlen. Und wir haben auch bewusst alle Türen versucht, so gleichmäßig wie möglich auszubilden. Natürlich gibt es auch Brandschutztüren und so weiter, die dürfen dann alle offen stehen. Also auch eine kleine technische Herausforderung. Aber so weiß man wirklich manchmal gar nicht, ob man sich innerhalb oder außerhalb einer Wohnung befindet. Und man kann genauso gut bei den Nachbarn mal reinlaufen. Und so funktioniert das dann auch, wenn alle Türen offen stehen, laufen die Kinder auch mal woanders. Und dann muss man sie auf wahrscheinlich fast 300 Quadratmeter dann erstmal suchen gehen. Und da durften wir, weil wir natürlich auch Kollegen dort sehr gut kennen, auch mal längere Zeit übernachten und das ist wirklich eindrücklich zu sehen, dass das so gut funktioniert. Und führt das dann auch dazu, dass tatsächlich irgendwie plötzlich eine Betreuung übernommen wird, dass sich das sozusagen so organisch entwickelt, ist ja auch ein bisschen der Wunsch dann, ne? Das denke ich auf alle Fälle, sicherlich profitieren sie davon. Es gibt natürlich auch diese klassischen
Kombinationen, dass jemand alleinstehend dann in einer kleinen Wohnung liegt, aber trotzdem die ganzen wohnt und die ganzen Kinder von gegenüber hat, oder auch natürlich Familien, die sich zusammentun, oder andere Wohnungen, die einen gemeinschaftlichen Treppenraum sich teilen, wo dann irgendwie ein kleiner Sportraum eingerichtet wird. Und sie experimentieren natürlich auch sehr mit dem ganzen partizipativen Prozess und wie man sowas organisiert. Und es gibt zum Beispiel sehr bewanderte ITler, die eine Art besseres WhatsApp erfunden haben, wo sozusagen alle möglichen Chatkanäle für alle 100 Bewohnerinnen immer laufen, und es gibt die Elterngruppe und die Postgruppe und die Nicht-Aufräumen-Gruppe, und genau, da kann man, glaube ich, rund um die Uhr beschäftigt werden. Dann komme ich nochmal wieder zurück, jetzt von der Raumproduktion auf die Arbeitsorganisationen zurück. Du hast dein eigenes Büro, du hast jetzt auch in dem Fall mit einer Genossenschaft, Kooperative Großstadt in München zusammengearbeitet bei diesem Projekt in San Remo. Wie sozusagen, was hast du jetzt für, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, jetzt auch Vereinbarkeit, Familie und Beruf, wie das organisiert sein muss, damit man das überhaupt zusammenbringen kann. Und vielleicht ist ja auch der Auftraggeber dann bei einer Genossenschaft auch besonders gut, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber du hast mal einmal erzählt, wie sozusagen die Hierarchien dann bei euch organisiert sind im Büro, damit man überhaupt sowas umsetzen kann, weil schönes partizipatives Projekt, aber ein Büro, wo man unter Kosten- und Zeitdruck steht, widerspricht ja sozusagen dann wieder in einer ganz eigenen Arbeitsrealität den Ansprüchen, die man an den Raum stellt, die man vielleicht selber entwickelt. Deswegen die Frage zur Arbeitsorganisation. Ja, genau. Also es war natürlich auch unser erstes größeres Projekt, und wir haben das nicht alleine gebaut, sondern mit zwei guten Kollegen, Kolleginnen, die wohnen in Belgien. Und mein Büropartner ist auch mein Partner im Leben. Das gleiche Modell hatten wir dann auf belgischer Seite, und für alle war es sozusagen das erste größere Projekt. Das heißt, niemand wollte ja da irgendwie was verpassen oder die Finger aus dem Spiel lassen. Und so sind wir dann mit einer weiblichen Doppelspitze immer doppelt aus Gent oder Leipzig nach München gefahren zu den Sitzungen und haben das dann am Ende auch so ein bisschen so wie dieses Prinzip sozusagen getestet, wie das funktionieren kann, und hatten dadurch natürlich einen relativ großen Aufwand und so eine kommunikative Redundanz, weil das musste dann immer jeder alles wissen, aber natürlich konnte man sich dann ganz gut vertreten. Und die Herren, die wir zu Hause am Computer haben sitzen lassen, um zu zeichnen, die mussten natürlich genauso wissen, was los ist. Und deswegen gab es dann ja alles einfach sehr gut dokumentiert und wie so halt Telefonnotizen von allem, was man gesprochen hat. Und selbst wenn es ja nur ein Detail war, und das erfordert natürlich sehr viel Zeit und gibt auf der anderen Seite aber ja eine außerordentliche Flexibilität natürlich, wenn mal jemand krank ist und oder ja, ausfällt. Jeder war Bauleiter und Mitarbeiter, Bauleiterin genau. Und Mitarbeiter zugleich. Genau, sozusagen. Und es gab auch, jeder hatte wie so eine kleine Spezialisierung innerhalb der Zeichenarbeit. Einer macht Fenster, einer hat die Fußböden, einer macht Tiefgarage, so. Aber alle sind sozusagen eigentlich an allem, ja, wie mit dran. Und am Ende müssen auch alle alles wissen. Und du hast ja selbst Erfahrungen in einem anderen Büro gemacht, noch als Angestellte oder Mitarbeiterin einfach in einem anderen Büro, nicht in dem eigenen. Würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt so ganz die Bilanz zieht, ist das uneffizient? Das ist ja sozusagen immer die Kritik an einer alternativen Arbeitsorganisation. Oder ist es letztendlich, ist das gar nicht so? Ja, ja, es ist schwierig, wahrscheinlich ist es schon relativ uneffizient. Andererseits arbeiten wir auch ein bisschen anders, auch mit Teamwork-Dateien, wo alles auf der Cloud liegt und man kann immer aus dem ICE alle Zeichen an der gleichen Datei. Wir sind schon irgendwie ja, besser strukturiert vielleicht, aber meine Berufsjahre in den Büros sind ja auch schon ein paar Jahre älter. Also sicherlich hat das, das haben wir ja auch schon gesagt, oder die technischen Mittel haben sich verbessert. Davon profitieren wir natürlich, und wir sind wir sind auch nie an dem gleichen Ort, sind sehr viel gereist und hatten auch immer Halbzeitstellen an der Universität. Deswegen gab es auch nie so eine Art Vollzeit
Beruf, wie wir das in den Büros als Mitarbeiter gemacht haben damals. Das ist natürlich vielleicht dann weniger gut zu vergleichen. Okay. Aber flache Hierarchien sind möglich, auf jeden Fall. Und kooperatives Zusammenarbeiten. Wir haben jetzt viel über Wohnungen gesprochen. Jetzt geht es nochmal um den Stadtraum, wo ich dich jetzt nochmal darauf ansprechen wollte, Katrina. Du hast ja bei der FAMMAP mitgemacht. Und welche waren deine Beobachtungen im Stadtraum bei deiner Projektgruppe? Ja, es war spannend, weil ich muss sagen, nach diesem Projekt gucke ich mich der Stadt ein bisschen anders an. Also von persönlicher Sicht, das war sehr interessant. Wir haben so der sogenannte Spaces of Empowerment geguckt, und da dreht es sich um quasi um queer-feministische Räume. Und was wir da spannend fanden, ist, es gibt eine bestimmte Ebene, die natürlich mit dem Raum zu tun hat. Aber da fanden wir auch, es gab eine ganz große soziale Ebene, die schwerer ist, einfach zu fassen mit so traditionellen Axonometrien oder Pläne. Und das war für uns ganz ein bisschen so die Schwierigkeit, wie beschreibt man eine Truppe von Leuten oder eine Gesellschaft, die in diesen Raum zu bestimmten Zeiten sich aufhält. Und dafür bräuchte man einfach eine ganz andere Zeichnungsart, also klassische Architektur, schwarz-weiß Pläne. Und ich denke, das war auch für viele Gruppen so. Also wie beschreibt man, wie es ist, nachts in der U-Bahn zu sein? Und das ist eine sehr komplexe Sache. Und deswegen fand ich dieses Projekt so spannend, weil ich denke, wir haben da ganz andere präsentative Arten entwickelt, irgendwie um diesen gesamten Zusammenhang von Raum und Sozial und auch Vorgeschichte zu zeigen. Und welches spekulative Moment hast du für das Jahr 2049? Wie gedacht beim großen FAMM-Festival, bei deinem Projekt in der Stadt? Ich muss kurz denken, es war schon Sommer her. Ich denke, da für mich, was ich mir vorstellen könnte, wäre ganz anders, ist einfach, dass Frauen anders im Stadtraum teilnehmen können. Und ich denke gerade, das haben wahrscheinlich alle Frauen erlebt, dass man sich einfach Gedanken machen muss, bevor man aus den Wohnungen geht. Ist es dunkel draußen? Wird mir jemand ansprechen? Was wird passieren? Und diesen Blick zu werfen und sagen, ja, was wäre, wenn das nicht eine Gedanke war? Was wäre, wenn das einfach alles komplett sicher wäre? Wie könnte ich dann der Stadt erleben anders? Und das fand ich einen ganz schönen Blick und auch ein bisschen so einen Ansatz, ein bisschen mehr so zu leben, ohne diese Angst vor, was mir vielleicht im öffentlichen Raum passieren könnte. Wir hatten ja im Vorfeld, als wir gesprochen haben, hatten wir auch kurz sozusagen ausgehend von dem Titel, der ja das Gender-Sternchen mit eingeführt hat und die Frau in Klammern. Ich finde ja, also ich in meinem Job schreibe ich ja auch viel, und es hat auch lange gedauert, bis ich eine gute Form gefunden habe, sozusagen inklusiv zu schreiben. Und ich tue das aber mittlerweile. Das habe ich früher nicht gemacht, muss ich sagen. Und bin gleichzeitig irgendwie auch davon begeistert, wie in der Sprache sozusagen dann irgendwie, wenn man sozusagen durch eine inklusive Schreibweise ganz selbstverständlich letztlich auch eine inklusive Perspektive in Texte, in Sprache hineinkommen kann. Und da hatten wir irgendwie im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was gäbe es für ein Detail im Stadtraum, ähnlich wie ein Gender-Sternchen oder ein Doppelpunkt, was ich gut finde, das sozusagen als Standard einfach im Stadtraum sein sollte, damit dieser sich ein bisschen inklusiver anfühlt. Ich denke zum Beispiel, Repräsentation ist eine ganz interessante Thema. Also es
klingt ein bisschen symbolisch, aber wie zum Beispiel Straßen benannt sind oder wie, ja, welche Name der U-Bahn trägt, sagt was über was wir als eine Gesellschaft, was wir schätzen. Und ich finde es ganz spannend zum Beispiel, dass gerade Berlin manche Straßen umbenennt nach Frauen, weil das bildet dann eine ganz andere Idee von was es uns wichtig in dieser Stadt ist. Das finde ich ganz schön, weil das bringt quasi mehr Frauennamen im öffentlichen Raum und gleichzeitig gibt die Möglichkeit, diese Frauen, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind, ein bisschen mehr Lob zu geben. Und ja, es geht dann letztlich dann einfach auch um die Sichtbarkeit. Also demnächst ist Clara Zetkin Allee auf jeden Fall. okay, ja, ich wollte noch ganz zum Schluss nochmal einfach an alle die Frage stellen, letztlich den Titel der Ausstellung noch einmal aufgreifen, der Ausstellung, sondern dieser Veranstaltung, die ja immerhin unter dem der Frage läuft, welchen Wandel brauchen wir? Und wollte diese Frage nochmal an jeden richten, aus unterschiedlichen Aspekten. Ich gehe nochmal zu dir, Christa Fischer. Und zwar dadurch, dass du ja auch, das hast du ja auch erwähnt, du bist in der Architektenkammer, du bist auch in einer Genossenschaft, bist also sozusagen, kennst die Gremien und die Netzwerke und das System. Ja? Und wollte dich fragen, was meinst du, sollte sich ändern? Oder welchen Wandel wünschst du dir aus dieser Perspektive in der Arbeit in diesen diversen Gremien und Verbänden? Als Frau Architektin natürlich. Was wünsche ich mir? Ich meine, wenn ich jetzt die Kammer noch mal so erwähnen darf, dann ist die Kammer so ein Ort, den alle nicht so mögen, nicht so ernst nehmen, aber man braucht es irgendwie. Also es gibt ja auch viel Ärger oder viel Missmut, was die da machen. Da würde ich mir wünschen, dass die jungen Menschen dieses Instrument, was sozusagen, wenn es es nicht gäbe, müsste es erfunden werden. Das ist ja unser aller Interessensvertretung, ja, wo wir uns eben auch politisch und berufspolitisch um den Rahmen bemühen, in dem wir agieren. Und da würde ich mehr, das hatte ich vorhin schon gesagt, ich wünsche mir so ein bisschen mehr politisches Verständnis, dass eben Systeme nicht gottgegeben sind, auch das, in dem wir leben, nicht, sondern dass wir da hart arbeiten müssen, dass es sich weiterentwickelt, dass es nicht erstarrt. Und da wäre frischer Wind gut. Wir haben jetzt in der Kammer, werden wir auch so eine Junior, ich will jetzt keine Werbeveranstaltung da draus machen, aber wir werden jetzt so eine Junior-Mitgliedschaft einführen und wir haben so einen Arbeitskreis Newcomer und es tut der Kammer sehr, sehr gut, dass so mitgearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, schon mein Appell. Das System, auch die Demokratie, macht sich nicht von alleine. Ich sage auch immer gerne, Stadt muss gemacht werden, nicht nur verbraucht werden. Und ein bisschen verhält es sich für mich auch mit diesen Gremien. Und ich finde es ein Geschenk, dass wir die haben. Und wenn wir sie nutzen, nicht nur die in der Kammer, auch Stadtteilbeiräte, also aktiv werden, mittun, das machen und dann sich vernetzen und damit Teilhabe und Wirksamkeit erzeugen. Ja, und immer in Frage stellen, ich finde, das ist der Auftrag der Jugend, nee, ist alles blöd, immer in Frage stellen, aber mittun. Und zwei Sachen würde ich noch gerne loswerden, weil wir ja hier auch an der TU sind. Meine lange Berufserfahrung sagt mir halt, wir sollten auch lernen, als Frauen und auch überhaupt als Architekten besser mit Geld umzugehen. Und mehr zu wissen über ökonomische Zusammenhänge. Und noch eins, dieses Moment der Empathie und der Baudiplomatie und der Psychologie sollten auch alle sich nochmal dessen annehmen. Und dann noch was Letztes, ganz Praktisches, was du, Katrina, so hübsch gesagt hast, was ich sehr, sehr, sehr vermisse bei unseren jungen Mitarbeitern, ist der Verlust an Zeichenfähigkeit, also an Transportieren der Idee sofort aufs Papier, ohne über ein technisches Gerät zu gehen.
Und auch diese Beschreibung, wie illustriere ich dann meine Wahrnehmungen, wie transportiere ich die eben über Skizzen, über Bilder, über Collagen, da würde ich mir wünschen, dass es mehr geschätzt wird, weil Architektur ist ja der Kontext oder das Gehäuse oder der Raum, in dem eine Handlung stattfindet. Mein eigener Ansatz kommt aus Evidenz- und Handlungsbasiert. Und Handlung in der Architekturdarstellung geht es immer um das Werk. Ja? Wir kommunizieren alles visuell und das Werk steht für sich selber. Und so wie du es auch verarbeitest, ist es am Ende dieses Dokument, was dann alles erzählen soll. Aber die Handlung und die Geschichte, die stattfindet, die muss man irgendwie anders transportieren lernen. Und ein Mittel ist eben, auch zeichnen zu können. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Fähigkeit mehr gepflegt wird. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Immer analog und digital, schön in der Balance. Helena, du als Kuratorin einer Architektursammlung und die sich gerade mit Architektinnen in der jüngeren Geschichte beschäftigt. Was sollte sich ändern in der Vermittlung von Architektur aus dieser Perspektive, Frau Architektin? Musealen Vermittlung, meine ich. Ja, also ich denke, es müsste eigentlich eine generelle Sensibilität also forciert werden, damit man diese Themen, also Umgang mit dem öffentlichen Raum, aber auch das Werk der Architektin gewürdigt wird. Ja, für mich ist die Frage dann natürlich, also vermitteln, forschen, sammeln und ausstellen. Das ist so eine Aufgabe quasi. Und ja, es kommt auch jetzt ein Buch, also als Folge eines Doppelsymposiums heraus zu Frau Architektin in Mitteleuropa seit 1900. Das Symposium fand in der Nationalgalerie und auch hier in Bauhaus Vius statt. Also und dann gibt es dort sehr viele Beiträge von zum Beispiel Mary Pepchinski, Franziska Bollerei, aber auch Marianne Simon, also von ganz Mitteleuropa, also von Estland bis zu ehemaligen Jugoslawien. Und da schreibt Franziska Bollerei in ihrem Beitrag, dass sich seit den 70er Jahren nicht viel geändert hat, dass sie eigentlich radikaler das Thema angehen würde. Also das ist einfach so ein Aufruf von ihr. Genau, und dann hat sie so ganz diese ganzen Probleme aufgelistet in ihrem Aufsatz, die wir hier besprochen haben. Genau, und das war dann ihr Rat, das offensiver diese ganzen Anforderungen zu formulieren. Und dann richte ich an dich die Frage als Studentin jetzt nochmal. Was du meinst, was ich in der Vermittlung in der Architektur, in der Vermittlung im Studium wandeln, ändern sollte? Also die eine ist, dass solche Themen mehr gesprochen werden. Da ist ganz schön, dass es zum Beispiel Lehrveranstaltungen genau zu dem Thema gibt. Und die andere ist einfach, es wäre super, wenn der Fakt, dass mehr als 50% von den Studentinnen weiblich sind, wäre quasi auch in der Lehrkraft repräsentiert. Weil es ist gerade so, dass oft man hat eine männliche Professor und zwei männliche Mimis. Und das sollte sich ändern und ich hoffe, wird sich auch ändern, dass einfach mehr Architektinnen sind auch an der Uni repräsentiert als Professorin. Thema der Sichtbarkeit. Genau. und auch zuletzt an dich, Anne. Was denkst du, sollte sich in der Praxis als praktizierende Architektinnen ändern? Was sollte sich da wandeln?
Ja, also das bist du am Anfang mal meintest, die Autorenschaft an sich reißen, wenn man ja feststellt, man ist Gestalter und möchte nichts aus der Hand geben. Also so vielleicht auch mehr gelebte Vorbilder, aber vielleicht so konkret in der Praxis könnte man natürlich versuchen, dieses von mir als uneffizient erläuterte Überkommunikationsmittel versuchen zu professionalisieren, vielleicht um einfach so auch mehr Dinge immer gleichzeitig machen zu können. Oder ich stelle auch fest, dass vielleicht so ihr oder die jüngeren Leute auch nicht mehr wie 100% in einem Büro arbeiten wollen. Sie machen irgendwie andere Projekte nebenbei. Man engagiert sich ehrenamtlich. Man macht so viele Dinge, die immer alle parallel laufen. Wenn man es natürlich schaffen würde, ein Mittel zu finden, um so auch ja, so zu kommunizieren oder diese Gleichzeitigkeit von vielen Dingen zu ermöglichen, dann wäre das natürlich wahrscheinlich attraktiv. Ja, danke schön. Danke an euch alle. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar Fragen im Publikum, die sich so entwickelt haben. Es sind ja doch einige Leute dazugekommen. Okay, ansonsten würde ich, genau, bedanke mich nochmal bei euch allen, dass ihr heute hier wart und wir über diese sehr vielen verschiedenen Aspekte reden konnten, die jetzt im Zusammenhang mit dieser Ausstellung entstanden sind. Was wir gar nicht so richtig, aber ich glaube, das wäre, da hätte man noch länger drüber reden können, was glaube ich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Eigentumsfrage, auch im Stadtraum, auch bei den Bauaufgaben und so weiter. Wer besitzt überhaupt die Flächen, die bebaut werden, von wem kommt das Geld? Das ist, könnte man vielleicht nochmal sozusagen sich auch nochmal im Hintergrund mitnehmen, wenn wir jetzt aus diesem Abend rausgehen. Jedenfalls, was ja so ganz stark eigentlich der Tenor war, ist, dass Teilhabe, Kooperation, Sichtbarkeit, empathisch denken, gemeinsam denken, dass das so Motive sind, die die in der Produktion des Raums, aber auch in der tatsächlichen in der Arbeitspraxis, im Tätigsein sozusagen eine wichtige Rolle spielen und vielleicht einen feministischen Blick oder nein, also sozusagen das ganz feministischer machen. Genau. So. Ja, danke.